Wir befinden uns immer noch am Ocean Beach Club und heute ist Deep Flight Opening und einer unserer Headliner heute ist Jamie Lewis und ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Tom, danke für die Einladung. Gern geschehen, gern geschehen. Wie geht es dir? Ja, super gut, sehr heiß und was will man mehr? Also, was sagst du zur Location? Fantastisch, ich habe es vorher schon an Carina gesagt, es ist wirklich sehr speziell. Es ist eine Mischung aus, so wie es sein muss. Was können wir heute von dir erwarten? Wirst du heute noch dich in Bikini schmeißen und ein Tänzchen aufs Parkett legen? Ja, nein, dann wäre es nachher zu voll hier, wenn ich mich jetzt da losblöße. Nein, aber ich werde bestimmt feiern und mich vergnügen. Sehr schön. Du bist ja mit der ganzen Familie da, ne? Genau, ja. Meine Kleine, meine Frau und wir genießen es natürlich, was rundherum. Und die sind sogar jetzt auch hier, ganz locker. Und meine Kleine ist natürlich auch schon im Musik-Vibe drin. Sehr schön. House Music all night long bei euch zu Hause. Jetzt, was mich interessiert, Purple Music, wie lange gibt es euch jetzt schon? 2013 wird es 15 Jahre, haben wir Jubiläum. Meine Güte, lange, lange Zeit. Und jetzt gab es vor kurzem gerade eine Kollaboration mit Prince. Wie ist das bitte zustande gekommen? Prince, vor einem Jahr, im Juli, hat uns das Management kontaktiert und betreffend eine Kollaboration, Zusammenarbeit mit ihm nachgefragt, ob wir Interesse daran haben, weil er würde gerne mit uns gewisse Sachen machen. Und dann haben wir uns getroffen. Zwei Wochen später kam das Management nach Winterthur und wir hatten dann eine Sitzung und der Vibe war gut zwischen uns und haben wir mal angefangen. Kommt da noch mehr? Das Problem ist, ich darf nichts, sagen wir, Großes reden. Was wir bis jetzt gemacht haben, ist, ich sage jetzt mal, ein Intro und es kann durchaus sein, dass es dann noch mehr kommt. Ja. Was gibt es von dir Neues? Von mir viele Sachen. Ich war im Winter sehr viel im Studio. Ich wollte mal Abwechslung haben und habe Wochenende im Studio gearbeitet und gar keine Gigs gemacht. Und für mich war das total anders arbeiten. Also es ist richtig cool, am Wochenende im Studio zu sein. Aha, okay, mal andersrum. Und mit was können wir jetzt rechnen? Wo geht's hin mit Purple Music? Bleibt ihr eurem sehr souligen Stil treu, wie immer? Oder hat sich's für dich auch ein bisschen verändert? Sagst du, du gehst jetzt mal andere Wege? Du willst ein bisschen, sagen wir jetzt mal, minimalistischer werden? Oder ist es für dich sowieso alles eins? Hauptsache gute oder schlechte Musik? Für mich ist wichtig als Labelchef, sagen wir mal, dass wir dahinter stehen können. Ich bin sehr open-minded, weil auch ich, wenn ich auflege oder auch produziere, wir haben nicht nur soulful Sachen. Das weiß ich doch schon. Aber nein, wir sind, sagen wir, eine moderne Crew. Wir haben von Soulful Club, wo wir den Namen jetzt halt haben und ist auch gut so, aber wir haben auch ganz eine große Range von verschiedenen Künstlern, die machen auch, sagen wir mal, minimalistische Sachen, 120 BPM, Slow House, wie man das heute so nennt. Ja, wir machen, New Disco. Genau, wir machen viele verschiedene Sachen. Und ich glaube, für ein Label ist es sehr wichtig, dass man den Stil, dass man sagt, okay, ja, das ist Purple Music. Ob es jetzt soulful ist oder harter oder deep oder techy. Ja, das kann man aber, finde ich, schon hören, weil also ihr seid ja schon, ich sage jetzt mal, auch neben Größen wie Defected oder auch Strictly ein Label, das ja schon sehr, sehr lange Zeit für House Music im Allgemeinen und Qualität steht ja eigentlich auch. Also ich mag mich erinnern, als ich noch ein kleiner DJ war, habe ich eure Platten immer gespielt. Okay. Habe ich schon gesagt, gell? Ja, aber so alt bist du ja gar nicht, oder? Ja, genau. Ja, ja, ja. Super stark. Ja, das war es eigentlich schon. Weil, wo bist du den Sommer? Wo findet man dich den Sommer, wenn man dich hören will? Ja, im Sommer bin ich eigentlich überall ein bisschen. Von Portugal bis Griechenland, die ganze Balkanländer, Italien bin ich viel und nach Polen gehe ich. Wir haben eine neue Residency in Riga und in Belfast, das neue El Divino, die haben da neu aufgemacht und da machen wir jeden Monat so mal als Gast. Und natürlich wird es bei der Street Parade auch wieder im Kaufleuten die Geschichte geben? Wir werden dieses Jahr nicht machen im Kaufleuten, weil ich bin am überlegen, ob wir genau dieses Datum in die Ferien, in die richtigen Ferien gehen. Aber wir haben den Track, wir haben das Lohnmobil. Wie kannst du nur? Also gut, Ferien, Jamie Lewis. Und wo gefällt es dir am besten? Natürlich hier, sag nichts Falsches jetzt. Ibiza meinst du? Ja. Für mich, es gibt nichts Besseres in Ibiza. Ich habe es vorher schon gesagt, weil sowas, es ist einfach fantastisch. Also auch der Ort, die Leute, alle die hier arbeiten, es ist so wie es sein muss, weil sonst ist ja alles ein bisschen strenger hier und so. Und vor der Atmosphäre, ich meine, schau mal hier, das ist... Ja.
Mehr geht nicht. Das ist super. Ich freue mich auf dein Set. Vielen lieben Dank. Danke dir, Tom. Bis bald. Tschüss. Bis dann.